Die Wahl der richtigen Schule für 14-jährige Mädchen und Burschen kann richtungsweisend für die Zukunft sein. Ein Tag der offenen Tür an Schulen ist eine gute Gelegenheit, um diese kennenzulernen und sich einen Eindruck von den Angeboten und der Atmosphäre zu verschaffen und eine Antwort auf die Frage zu bekommen: Wie findest du deine Schule? Lustig, modern, interessant. Future, nice, lehrreich. Familiär, lehrreich und Zusammenhalt. Witzig, innovativ und chillig. Unterhaltsam, lustig und entspannt. Informativ, offen, Teamwork. Familiär, herausfordernd, lehrreich. Freundschaftlich, dynamisch und wertschätzend. In der Hackmütz-Zuschlag konnten die Besucher selbst erfahren, ob diese Antworten auch ehrlich sind. Und bei Führungen durch die Klassenräume, in denen die Schüler ihre Projekte und Arbeiten präsentieren, einen Einblick in den regulären Schulalltag gewinnen. Neben einer fundierten Allgemeinbildung legt man Wert auf eine solide Berufsausbildung für alle Zweige der Wirtschaft. Wirtschaft ist überall. Ihr geht bei der Tür raus und dort erlebt man Wirtschaft. Ja. Wir sind eine berufsbildende Schule, das heißt, wir bereiten die Schülerinnen für den späteren Beruf vor. Wir bereiten sie aber auch für das spätere Leben vor. Dinge, die uns alle treffen, ja, ob das jetzt das Bewerbungsmanagement ist, die Geldanlage, Unternehmertum, all das sind Dinge, die geben wir den Schülerinnen mit. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsbetrieben. Internationale Wirtschaft ist ein Schwerpunkt ab der dritten Klasse. Soft Skills wie Kommunikation und Marketing stehen ebenso am Lehrplan wie Informations- und Kommunikationstechnologien. Aber auch Naturwissenschaften kommen an der Wirtschaftsschule nicht zu kurz. Unter dem Fach Naturwissenschaften wird zusammengefasst Biologie, Ökologie, Botanik, aber auch Physik und Chemie. Und man kann auch in den Naturwissenschaften maturieren und hat somit natürlich auch einen guten Start für ein naturwissenschaftliches Studium. Das heißt, es stehen die Türen in alle Richtungen offen und dass diese auch genutzt werden, zeigen die Absolventinnen und Absolventen der vergangenen Jahre. Ich finde, wir haben sehr viel mitnehmen können, nicht nur was schulisch oder fachlich angeht, auch zwischenmenschlich. Ich finde, unsere Klasse ist mit der Zeit zu einem super Team zusammengewachsen, auch durch Corona. Und fachlich, ich bin jetzt auch in der Finanz tätig, wir haben aber ganz viele in der Klasse, die was jetzt was anderes machen. Mein Weg hat mich zum Bundesheer geführt, also ich habe Mai, Juni letztes Jahr maturiert, habe dann 7-8 Monate für mich selbst Zeit genommen, weil ich gewusst habe, ich eben als österreichischer Staatsbürger, der aus männlichen Geschlecht geboren ist, der muss ab Jänner zum Bundesheer. Habe ich mich ja früh verpflichtet, bin ab Februar, März schon auf Testung gefahren nach Wien und bin eben seit Juli jetzt Pflichtsoldat in St. Michael bei der GIOP-KP, Jägerbataillon 18. Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken sind für die Lernenden des 21. Jahrhunderts unabdingbar. Daher hat das 4K-Modell selbstverständlich an der Hackmütz-Zuschlag Einzug gehalten. Das sind die 4 entscheidenden Zukunftskompetenzen und diese Kompetenzen wollen wir Ihnen während des Unterrichts vermitteln. Und das Future Lab ist eben tatsächlich ein Raum, wo wir konzentriert alle Technologien haben, die für die Zukunft wichtig sind. Ab Herbst wird Future Lab als fixes Seminar in den Unterrichtsplan eingebaut. Es bietet die Möglichkeiten, neue Technologien und Trends der digitalen Welt kennenzulernen, auszuprobieren und richtig einzusetzen. Wir fühlen uns dazu verpflichtet, dass wir das den Kindern, den Schülern und Schülerinnen nicht verbieten oder irgendwie wegschieben von ihnen, sondern das ist im Endeffekt ein wichtiger Punkt, der absolut Zukunftsmusik ist. Wie gehe ich richtig um mit künstlicher Intelligenz? Wie kann ich das einbauen? Wie kann ich das gewinnbringend für mich oder für mein Unternehmen einsetzen? Und wir sind stark davon überzeugt, so wie es jetzt schon in sehr, sehr vielen Anforderungsprofilen steht, Microsoft Office, Word bzw. Excel, wird früher oder später Umgang mit künstlicher Intelligenz, Klammer Basics zum Beispiel, dabei stehen. Und wir wollen die Schülerinnen und Schüler da in diesem Schwerpunkt optimal darauf vorbereiten. Ich finde, es ist schon eine coole Sache, weil allgemein dadurch die Kreativität der Schüler gefördert wird. Und ja, die Programme sind halt ziemlich teuer. Deshalb ist es eine coole Sache, dass die Schule halt die Programme anbietet. Neben dem Future Lab konnten die Besucher auch Einblicke in die angewandten Sprachen und Freigegenstände, wo Kreativität genauso wie sportliches Talent gefördert wird, werfen. Die Wahl einer Schule, die Talente und Fähigkeiten fordert und fördert, kann langfristig zu einer erfolgreichen Zukunft führen. Und für viele scheint die Wahl der Hackmütz-Zuschlag ein echter Volltreffer zu sein.